Ich mute Ihnen also jetzt einen Wechsel zu, den ich vielleicht am besten umschreiben kann mit einem Zitat aus einem Brief von Reinhold Schneider an Werner Bergengrün. Das Haus von Bergengrün war gerade verbombt, das teilte Bergengrün Schneider mit, und da war ein Satz, der mir eigentlich das Verhältnis zwischen beiden und auch, und darum geht es mir, die Funktion der beiden in der Gesellschaft, die ich heute vor ihr Auge rücken will, deutlich macht. Der Dichter, schreibt Reinhold Schneider zum Trost, der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach ja ohne Haus. Der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach ja ohne Haus. Und als ich diesen Satz las, dachte ich, das ist eigentlich die Beschreibung der inneren Emigration. Mir kommt es also jetzt nicht darauf an, dass ich vor ihr Auge stelle, wann, wer, was, wie sich mal kritisch gegenüber dem Regime distanziert geäußert hätte, wann er eine Bemerkung über Hitler gemacht hätte. So viele gibt es da gar nicht, Herr Scholz, Sie werden das bestätigen. Sondern mir kommt es darauf an, deutlich zu machen, was das Werk dieser beiden zusammen mit ihrer Freundschaft eigentlich für die Menschen bedeuteten, die im Dritten Reich lebten und in diesem Dritten Reich nicht zu Hause waren. Also, ich wende mich ganz entschieden ab von einem biografischen Ansatz, das können andere viel besser, sondern ich frage nach der Funktion und nehme dabei einen Satz auf, Herr Scholz, den Sie von Adorno genommen haben und der uns natürlich bewegt. Lässt sich ein Leben im Unrechtsstaat führen, und wenn ja, überhaupt oder wie? Unter welchen Bedingungen? Und diese Frage beschäftigt eigentlich seit 1945 immer wieder die Menschen, die über das Jahr nachdenken. Aber die Antworten, die sie gegeben haben, die nahmen eigentlich an Rigidität zu. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, würde heute wahrscheinlich angesichts der Kenntnisse der Verbrechen des NS-Regimes kaum noch jemand sagen, dass man legitim in diesem Dritten Reich innerlich emigrieren konnte. Wir haben durch Filme, durch Medien, durch öffentliche Debatten eigentlich eine rigide Einstellung bekommen, die vielleicht erklärt, warum sich heute so viele von Reinhold Schneider und Bergengrün abwenden. Die hatten eine rigide Einstellung zu ihrer Zeit, aber es verlangt schon ganz starke Leistungen in der Transfer, im Transfer von dem, was man liest, von dem, worüber diejenigen schreiben, die diese Texte uns geschenkt haben, und die Übertragung dieser Erfahrungen in unsere Gegenwart, in unsere Wirklichkeit. Ich glaube, die Transferfähigkeit, die jede Bearbeitung von Literatur voraussetzt, die ist besonders gefordert, wenn man sich mit Reinhold Schneider und Werner Bergengrün beschäftigt. Und ich rede da durchaus von mir. Ich wohne seit 12 Jahren in Baden-Baden, und zu meinen Prinzipien gehört es, dass ich mir eigentlich die Schriftsteller anschaue, die mit dieser Stadt verbunden sind. Und das sind nun nach Flake, ist es vor allen Dingen Bergengrün, und das ist vor allen Dingen Reinhold Schneider. Und so, Herr Mayer wird es bestätigen, bin ich zu Reinhold Schneider gekommen. Sie haben ihn schon als Junge erlebt, gewissermaßen in seiner Heiligkeit. Denn ich habe mir sagen lassen, und das schreibt übrigens auch Bergengrün in einem Brief, die Freiburger waren eigentlich jahrelang fest überzeugt, solange wie Reinhold Schneider in ihrer Stadt lebt, gibt es kein Bombardement. Gibt es kein Bombardement. Also er lebte nicht nur heiligmäßig, sondern er lebte auch als Anerkannter. Im Folgenden möchte ich einige Wege und Leistungen, Anstöße und Nachwirkungen der beiden
bis in die 50er Jahre wohl meistgelesenen Schriftsteller waren. Das ist der Hintergrund von Pop Culture. Populär war er. 600.000 Auflage von Novellen, das, ich kenne überhaupt keinen, der das schafft. Nicht mal Karl Marx als Weltauflage. Ich möchte also nicht nur einen Blick auf die beiden Protagonisten werfen, sondern ich möchte auch versuchen, ihre Wirkung anzudeuten. Ich bin ja Widerstandshistoriker. Und als Widerstandshistoriker habe ich ein ganz großes Problem zu bewältigen. Ich muss nicht nur unterschiedliche Menschen in ihren vielfältigen Weltanschauungen würdigen lernen. Ob Katholiken, Christen, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, alle gehören ja dazu, sondern ich möchte versuchen herauszubekommen, warum es diesen Menschen möglich war, Widerstand gegen das Dritte Reich zu leisten. Das fällt nun bei denjenigen leicht, eine Antwort fällt leicht, bei denjenigen, die von Anfang an zu den geborenen Gegnern des Nationalsozialismus gehören. Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, alles das, was die Nationalsozialisten als Marxisten bezeichneten, gehörten dazu. Das Bürgertum gehört eigentlich nicht zu den geborenen Gegnern des Nationalsozialismus, sondern einige Vertreter dieser Gruppe Menschen werden im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit der Realität des Dritten Reiches zum Regimegegner. Sie nehmen wahr, was sich ereignet, sie bewerten das, sie empören sich und einige handeln. Hinsehen, empören, handeln. Das ist eigentlich der Dreischritt. Und aus dem Bürgertum kamen eben viele Regimegegner, die sich dann nachher im Umfeld des 20. Juli konzentrieren, die zunächst einmal viele Ziele, die die Nationalsozialisten propagiert haben, mit den Nationalsozialisten teilten. Es ist also ein Prozess. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Rolle spielte bei dem Prozess wachsender Erkenntnis Literatur? Eine Widerständigkeitshaltung fällt in der Regel nicht vom Himmel, die muss man sich erarbeiten. Die muss man gewissermaßen studieren. Und dabei kann Literatur durchaus eine wichtige Rolle spielen. Jetzt könnten Sie mich fragen, beweisen Sie das? Ich könnte es Ihnen ja nur beweisen, wenn ich Leselisten von Regimegegnern hätte. Die Frage lässt sich nur beantworten, wenn wir Regimegegner, spätere Regimegegner erforschen, die einen dichten Briefwechsel haben, Moltke, oder die Tagebücher geschrieben haben, Willy Graf, oder die Rezensionen geschrieben haben, wie Alfred Delp. Da wissen wir ganz genau, was sie gelesen haben, und da können wir auch nachzeichnen, wie sie mit dieser Literatur umgehen, wie sie sie verarbeiten. Ein Rezensent wird ja nicht nur nacherzählen, was er liest, sondern er wird sich selbst das Gelesene anverwandeln und wird im Grunde aus einer guten Besprechung etwas ganz Eigenes machen. Etwas, was vielleicht das Buch, das man liest, nur zum Anlass nimmt, um etwas ganz anderes zu sagen. Schneider und Bergenbrün wollten, wie sie später betont haben, durch ihre Dichtung sich selbst und ihren Lesern eine Möglichkeit eröffnen, angesichts totalitärer Versuchungen zu bestehen. Das ist eine These. Das ist eine These, die allerdings belegt werden kann. Denn in dem Briefwechsel zwischen Bergengrün und Schneider, da schreibt wiederum Reinhold Schneider an Bergengrün am selben Tag, an dem er sagt, der Dichter ist in seinem tiefsten Wesen nach ja ohne Haus. Die tiefste Not dieser Zeit zu erfahren und zu überwinden,
Das ist die Aufgabe des Schriftstellers. Und es geht weiter, damit andere die Überwindung von ihnen lernen. Immer, immer hatten beide die anderen im Auge. Sie schrieben für sich, sie klärten für sich Verhältnisse. Schreiben ist immer ein Selbstklärungsprozess. Aber sie hatten immer auch die Hoffnung, dass andere aus den Ergebnissen ihrer Arbeit, aus der Niederschrift, lernen würden, die Zeit, in der sie lebten und die sie bedrängten, zu überwinden. Und das ist natürlich für einen Historiker eine atemberaubende Aussage. Denn dann bekommt ein Text plötzlich eine ganz andere Funktion als etwa für einen Literaturwissenschaftler. Der Text wird zur Quelle, zur mentalitätsgeschichtlichen Quelle, erschließt im Grunde Denken auf. Und wenn wir jetzt noch Regimegegner fänden, die über diese Texte reflektiert hätten, dann hätten wir gewissermaßen einen Beleg für die Wirkung, für die historische, für die umstürzende Wirkung dieser Texte. Das ist das eine. Das zweite, was mich persönlich an den Texten von Bergengrün und Schneider fasziniert hat, war, dass sie im Grunde ihre Zeit durchschauten, sie metaphorisch beschrieben, der Großtyrann und das Gericht, aber vorausschauend beschrieben. In seinen Erinnerungen, in seinen Schriftstellererinnerungen hat Bergengrün geschrieben, ich fing 1926 an, über diesen Roman nachzudenken. Das ist ein Roman, der kam zur rechten Zeit. Der kam zur rechten Zeit. Genauso wie Las Casas vor Karl dem V. Das Merkwürdige ist, Schneider schickt seinen Las Casas sofort an Bergengrün. Es ist wenige Tage nach dem Novemberpogrom. Aber Bergengrün schreibt darüber nichts in seinen Briefen. Er stellt die Verbindung nicht her. Herr Scholl, wenn wir jetzt gewissermaßen die zeitgenössischen Interpretatoren ins Auge nehmen, dann würden sie sagen, der Bergengrün, der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, denn der drückt überhaupt nicht seine Empörung aus über diese Verbrechen. Nein, ich glaube, dass zwischen den beiden so stillschweigend die Übereinstimmung da war, dass man das gar nicht sagen musste. Das musste gewissermaßen nicht ausgedrückt werden. Und damit bin ich bei einem dritten Problem, das ich als Historiker habe. Ich bin als Historiker ja auch in meiner Zeit verwurzelt und wende mich mit meinen Deutungen von Schneider und Bergengrün an Zeitgenossen. Und diese Zeitgenossen, die haben nun ein ganz anderes Verhältnis zur Emigration, zum Widerstand, zum Widerstandsrecht, das ja Artikel 20.4 Grundgesetz sogar verfassungsrechtlich verankert ist, und machen nun insgeheim angesichts der Realität des Dritten Reiches daraus eine Widerstandspflicht und verlieren die Fähigkeit, ins Zwischenlagen zu denken. Wer nur Weiß und Schwarz kennt, wird nie einen Sinn für Grau entwickeln. Und Grau, ich glaube, das ist im Grunde der Stoff, aus dem vieles Historische ist. Die wachsende Rigidität, die wir heute beobachten, die moralische, die moralisierende Rigidität, berührt inzwischen ganz viele Beispiele. Sie werden in 3 Jahren an mich denken, wir werden nur über Luthers Antisemitismus diskutieren. Sie haben es bei Rommel erlebt, Pius XII., Bischof Meiser, Stauffenberg. Zitiert wird eigentlich immer nur der Brief an Nina, wo er sich über die Polen auslässt. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage zu begreifen, dass diese Rigidität in der Realität des Dritten Reiches nicht das Gegebene war, sondern aus Zwischenlagen bestand. Nehmen Sie ein ganz aktuelles Beispiel, Graf Sponeck.
Graf Sponeck ist als Divisionskommandeur bis vor Moskau vorgedrungen. Er gehörte zu der Gruppe Reichenau. Von Reichenau haben wir eigentlich die furchtbarsten antibolschewistischen Befehle. Schon wird Sponeck mit diesen Befehlen identifiziert. Er nimmt die Insel Krim ein, die Halbinsel Krim ein. Er ist bei Kertsch eingesetzt. Kertsch kennt der eine oder andere von Ihnen vielleicht, eines der am traurigsten stimmenden Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg stammt von Kertsch. Russische Frauen beweinen Leichen. Kertsch. Auf Kertsch wird die Situation für die Division, die Sponeck befiehlt, sehr, sehr kritisch. Und gegen den Befehl Hitlers befiehlt er den Rückzug. Und wird verhaftet, wird verurteilt, wird in Festungshaft genommen in Germersheim und wird zweifellos im Zusammenhang mit dem 20. Juli, am 23. Juli 1944 ermordet. So, das meine ich mit Grau. Da haben Sie den Offizier, der in Russland kämpft, der in Kertsch kämpft, der einen Befehl verweigert, der 3 Jahre Festungshaft hinter sich bringt und der dann verhaftet wird. Das ist fast ein Stoff, den Reinhold Schneider hätte bearbeiten können. Denn in dieser Realität sind alle Wirklichkeiten des Krieges von Schuld und Verstrickung angelegt. Und damit bin ich bei einem vierten Problem, das ich habe. Ich kenne keine Schriftsteller, die so intensiv über Schuld, Verhängnis, Verantwortung nachgedacht hätten, wie Schneider und Bergengrün. Und ich glaube, ich begebe keinen Sekretär, wenn ich sage, da war Schneider noch viel intensiver als Bergengrün. Bergengrün beschrieb eigentlich die Wirklichkeit, ja, und gab Bezugspunkte zur kritischen Distanzierung von dieser Wirklichkeit im Himmel wie auf Erden. Ja, wer 400 Jahre Transfer hinbekommt, der weiß, dass das Totalitäre, dass er 1534 in Berlin angesichts einer Katastrophe sieht, durchaus übertragbar ist. Aber bei Schneider geht es im Grunde noch eine Stufe tiefer, weil er sich selbst einbezieht, weil er selbst unter seiner Schuld leidet, weil er permanent selbst über seine Schuld reflektiert, sich nie als Heiligen bezeichnen würde, ja, sondern immer das Gefühl hat, ich bin eigentlich mitten in diese Schuld gestellt, aus einem ganz einfachen Grund, weil Leben heißt schuldig werden. Leben heißt schuldig werden. Und das ist eine Einsicht, die im Dritten Reich, im nationalsozialistischen Regime geradezu distanzierend wirken muss von den Verhältnissen, in die Menschen gestellt werden. Wir haben, fünfte These, heute ganz andere Grundnarrative. Ich habe neulich in einem Feuilleton-Artikel, das Feuilleton ist ja hier heute schon öfter zitiert worden, gelesen, der Held heutiger Romane ist nicht mehr der Einsame, der Grübler, der an der Welt Leidende, der sich auf Werte und Maßstäbe beziehende Protagonist, sondern das Zeitgenössische soll in jedem Nebensatz sichtbar sein. Das gilt weder für Bergengrün noch für Schneider, sondern sie brauchen die Distanz von Jahrhunderten, um etwas über ihre Zeit auszusagen. Sie setzen also im Grunde einen Leser voraus, der historisch kompetent ist, der gebildet ist und der fähig ist, Übertragungen vorzunehmen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von Schneider, die mich also wirklich zutiefst gerührt hat. Thomas Morus hat einen Traum. Er steht unmittelbar vor seiner Hinrichtung. Kennt einer von Ihnen den Traum des Thomas Morus? Einer der
ganz großen Institutionalisten, der politischen Theoretiker unseres Fachs. Herr Mayer, ich werde jetzt nicht mit Ihnen konkurrieren in der politischen Theorie, aber ich glaube, Thomas Morus brauchen wir, weil er das Gefühl hat, immer der Mensch ist eigentlich schlecht, der Mensch handelt böse und deshalb die Frage stellt, wie kann ich denn diese Neigung zum Bösen, zum Übervorteilen des anderen reduzieren? Und Thomas Morus gibt die Antwort, die gefällt uns dann durch Institutionen, die Verhalten regeln, Verhalten regulieren, sicher machen, berechenbar machen. Und dieser Thomas Morus wird nun von seinem König zum Tode verurteilt und sitzt in der Todeszelle und hat einen Traum und rechnet in diesem Traum mit dem Gewaltherrscher ab. Ich möchte den Leser sehen, der bei der Lektüre dieser Texte nicht an das nationalsozialistische Regime denkt. Weiterhin braucht der moderne Roman heute eigentlich eine Eigenschaft, er braucht Verfilmbarkeit. Alles das, was Romane, die wir lesen, achten Sie mal drauf, eignen sich eigentlich als Drehbücher. Wir gehen heute schon so weit, dass wir Romane dramatisieren. Das funktioniert bei Schneider gar nicht und bei Bergengrün schlecht. Bei Bergengrün schlecht, denn sie schildern eigentlich innere Ebenen, Verarbeitung von Wirklichkeit, innere Monologe, die Suche nach Maßstäben, die sie selbst schaffen und die sie dann im Grunde auf eine andere Zeit anwenden. Dabei gelingt es ihnen manchmal, Situationen zu beschreiben, die schlagartig deutlich machen, woran sie ihre Zeit eigentlich leiden sehen. Das ist eigentlich das Überzeitliche am Großtyrann. Das ist das Überzeitliche an im Himmel wie auf Erden. Worum geht es? Im Großtyrann geht es eigentlich um einen entfesselten, sich selbst entfesselnden, mit den Untertanen spielenden Herrscher, der seine Macht ausübt und der irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, ich selbst bin schuldig. Das hat Hitler nie gesagt. Ja, das ist der Traum. Aber dass es einen Machthaber gibt, der alle Grenzen überspringt, der seinen Untertanen zumutet, gewissermaßen Unglaubliches, das konnte man aus diesem Roman lesen. Und worum geht es in Himmel und auf Erden? Es geht eigentlich um Angst und Furcht. Angst und Furcht. Als ich 1987 mal in der DDR war, die es damals noch gab, und an einer Zeitschrift arbeitete, kirchliche Zeitgeschichte, die es heute noch gibt, da traf ich auf einen Kollegen aus der DDR, Martin Onasch, und wir saßen in einem Raum und ich guckte so zur Decke und sagte, können wir denn hier überhaupt frei reden? Und Onasch sagte, wissen Sie, wenn Sie jetzt schon Angst haben, dann können wir es lassen. Wenn wir jetzt schon Angst haben, dann können wir es lassen. Es geht also im Grunde in diesem Roman darum, dass man die Folgen von Furcht und Angst, die letztlich dann in den Wahnsinn eines übermächtigen Systems mündet, anspricht. Es ist also ein Roman, der Verhältnisse klären will, in denen die Menschen leben. Und man kann es natürlich zum Teil auch deutlicher bei Schneider wie auch bei Bergengrün finden. Im Kamoisch, einem der ersten großen Arbeiten von Schneider, schildert Schneider die zweite Fahrt des Vasco da Gama nach Indien. Dessen Schiff kreuzt den Weg eines arabischen Kauffahrers mit Mekka-Pilgern. Es kommt zu einem Clash der Kulturen, wie wir heute sagen würden. Ich zitiere, die Portugiesen rauben alles. Dann bohren sie mit ein paar Schüssen das Schiff in den Grund. Es sind Menschen, die sie nie gesehen haben. Es ist kein Krieg,
Die anderen sind nicht bewaffnet, aber in Indien ist alles frei. Vor Calicut fordert Vasco anschließend, ich zitiere weiter Schneider, die Austreibung aller Araber, das heißt von 5000 Familien, den wichtigsten Kaufleuten. Der Samurin von Calicut weist die Forderung zurück. Inzwischen haben die Portugiesen beim Landen eine beträchtliche Anzahl maurischer Kaufleute gefangen genommen, die dazu dienen sollen, dem Samurin Furcht einzuflößen. Ihre Schiffe, die im Hafen liegen, wurden bereits ausgeraubt, entfesselt, überwältigt von allen Teufeln einer Grausamkeit, befiehlt Vasco da Gama den Gefangenen. Ein Zeitgenosse versichert, dass es mehr als 800 waren, Nasen, Ohren und Hände abzuhauen und zwei Schiffe zu richten. Das eine wird mit den abgeschnittenen Gliedern beladen, das andere mit den Verstümmelten selbst. Im ersten sitzt ein solcher Verstümmelter, an dessen Nacken ein Brief an den Samurin befestigt ist. Aber Vasco da Gama hat sich noch nicht gerecht. Er lässt den blutüberströmten Körpern im zweiten Schiff die Füße zusammenbinden und, damit sie sich nicht mit den Zähnen befreien können, ihnen die Zähne mit den Keulen einschlagen. Dann werden Matten über sie geworfen, diese mit Öl begossen und in Brand gesteckt. Während die beiden Schiffe, das eine brennend, das andere noch furchtbarer mit seiner unkenntlichen Last, dem Strand entgegentreibt, fallen die Geschosse in die wehrlose Stadt, die bald an allen Enden aufbaut. Es ist ein Inferno, das er schildert. 1931 schon, aber dieses Buch wurde anschließend gelesen und ich bin ganz sicher, es wurde anders gelesen. Und es wurde während des Krieges anders gelesen. Das heißt also, Bergengrün hatte wie Schneider die Absicht, die Wirklichkeit symbolisch und zuweilen sogar mystisch zu spiegeln und zu überhöhen. Ihm verdanken wir zwei Romane, die die Lebensverhältnisse im S-Staat reflektieren, obwohl sie vor Hitlers Regierungsübernahme konzipiert wurden. Aber sie trafen den Nerv ihrer Zeit, die sich nicht auf diese Zeit einlassen wollte. Dazu hat sich Bergengrün später bekannt, als er schrieb, die deutsche Realität hätte sich immer unheimlicher seiner Romankonzeption im Himmel wie auf Erden angenähert. Ging es Schneider um die Konfrontation menschlicher Unmacht, so schreibt er, Unmacht, mit der Stärke des Glaubens, so nahm auch Bergengrün einen Auftrag an, der symptomatisch für seine Sicht von der stärkenden Kraft des Menschen war. Es war geprägt durch Angst und Furcht. Sein Auftrag war es also, Angst zu überwinden, Furcht zu besiegen. Die Parallelität der Erscheinungen aus dem frühen 16. Jahrhundert und des 20. Jahrhunderts konnten die Augen öffnen. Die Überwindung der Angst, die Besiegung der Furcht führten allerdings nicht in einen Heroismus, sondern in die Anerkennung des Schicksals, in die Kraft des Ertragens. Inzwischen sind wir auch genauer über das Leseverhalten der Regimegegner informiert, um bezweifeln zu können, dass diese Texte eine Funktion nicht nur für die Schriftsteller, sondern auch für die Leser hatten. Die Dichtungen sind deshalb Zeugnisse einer Selbstbehauptung der Schriftsteller, auch mit Hilfe zur Daseinsbewältigung und Orientierung der Leser. Manche Schriftsteller bezahlten ihre Selbstbehauptung und Beharrung im Lande wie Klepper mit dem Leben. Andere rechtfertigten sie später wie Schneider. Ich kann nur leben mit meinem Volke. Ich möchte und muss seinen Weg mitgehen, Schritt für Schritt, so hoch ich diejenigen achte, die aus Gesinnung emigrierten. So habe ich doch nie daran gedacht, Deutschland zu verlassen. Es hat sich auch ergeben, dass eine geistige Einwirkung auf ein der Diktatur unterworfenes Land von außen kaum möglich ist. Die schrieb er allerdings 1954. Im Rückblick
In einer Zeit, in der er eigentlich seinen oppositionellen Weg schon fortsetzte. Und da schrieb er auch an Bergengrün: Der eine hält mich für dumm, der andere für unterbemittelt und der andere für verblendet. Dumm meinte er Adenauer, der Schneider nicht verziehen hat, dass er 1950, 51, 52 gesamtdeutsch denken wollte. Gesamtdeutsch denken wollte. In der Tat hatten sich Schneider und Bergengrün nicht nur vor 1945, sondern auch nach 1945 von den Sogströmungen des Massengeschmacks absetzen können. Das ist doch was. Sie hatten 1933 mit keiner Zeile den Nationalsozialismus gehuldigt und Herr Scholz hat auch deutlich gemacht, dass selbst diese Zeilen, die man zunächst einmal als eine Verneigung vor dem Zeitgeschmack interpretieren konnte, das gerade nicht waren. Nicht so nach dem Motto, und setzet ihr nicht das Leben ein, so wird euch das Leben nicht gewonnen sein. Das war es nicht, sondern das Leben wird verloren. Nach 1945 übernehmen beide, obwohl sie es gut könnten, denn sie sind immer wieder mit dem Regime zusammengestoßen, Schneider stand sogar, ja, man muss es heute so sagen, in einem Prozess vor dem Volksgerichtshof, vor dem ihn wirklich nur ein Zufall rettete, treten sie nicht denen an die Seite, die die Deutschen anklagen wegen ihrer Schuld. Sie nehmen auch keine Partei in der großen Kontroverse zwischen Thomas Mann und Molo und Thies, obwohl sie es sehr, sehr gut könnten. Es ging darum, dass Thomas Mann behauptet hatte, alles das, was im Lande geschrieben ist, sei eigentlich wertlos. Ja, bitte? Plunder. Ja. Einzustampfen. Wie auch immer. Ja, Molo reagierte und sagte, Sie haben gut reden, Sie sitzen auf den Logenplätzen der Weltgeschichte und wir sitzen mittendrin. Es gibt Anfragen an Schneider im Nachlass, er möge sich doch äußern, er könne es doch. Er tat es nicht, weil er ganz eindeutig eine ganz andere Bewertungsebene hatten. Sie, sowohl Bergengrün als auch Schneider, kommen nach 1945 gewissermaßen in die Situation, dass sie die Konsequenz aus der Position der inneren Emigration ziehen können. Und sie liefern uns Sonette und Gedichte, die die Existenz der Menschen blitzartig trafen. Von Bergengrün wird überhaupt nicht groß noch einmal angeknüpft an der alte Kaiser, ja, an Gedichte, die im Grunde einen richtig antityrannischen Ton haben, sondern nun wenden sie sich eigentlich der Deutung dieser Wirklichkeit zu. Sie haben eine ganz große Hoffnung nach dieser Verwüstung der Moral, der Maßstäbe, der Koordinaten humaner Orientierung, könnte etwas Neues entstehen. Und sie erkennen Anfang der 50er Jahre, dass sie sich getäuscht haben. Das macht der Briefwechsel zwischen beiden ganz klar. Bergengrün mischt ein bisschen stärker mit als Schneider. Er wird zum Pennen und kritisiert auch die Kraft, die er dort hineinstecken muss. Und eigentlich sind das auch Diskussionen, die zu wenig führen. Und da passiert nun in der Bewürdigung der Klarheit, in der Reinhold Schneider seinen Weg weitergeht, etwas ganz, ganz Überraschendes. Der erfolgreiche Schriftsteller Bergengrün unterwirft sich eigentlich Reinhold Schneider in seinem Urteil. Er sagt, ich bin eigentlich von der Art, dass ich immer zur Seite ausbreche. Mich kann man ablenken. Ja, ich verfolge auch mal Zeitungsartikel, aber Ihnen, Herr Schneider, Sie duzen sich ja nicht,
Ihnen, Herr Schneider, muss ich einfach sagen, Ihnen geht es um das Gewichtige, um das Absolute, um das wirklich Wichtige. Bergengrün sieht sich im Grunde als ein Schriftsteller, der seiner Zeit Geschichten erzählt. Die sind nicht mehr so existenziell herausfordernd. Die sind schön, die erinnern eigentlich an eine untergegangene Kultur. Der letzte Rittmeister, die letzte Rittmeisterin. Ja, das ist etwas, auch der Briefwechsel schließt das wieder auf. Nämlich 1939 im Oktober schreibt Bergengrün an Schneider, ja, es ist eine traurige Zeit, da wird nun gerade ein 800 Jahre alter Baum ausgegraben. Also die Geschichte der deutschen Balten im Baltikum, die sieht er unwiderruflich beendet und insofern erinnert er mit seinen Arbeiten daran. Ich gehört, habe also glücklicherweise noch in der Schule die Feuerprobe, damals ein Reklambändchen, lesen können und habe also da den Zugang gefunden. Was kann der Historiker mit Schriftstellern wie Reinhold Schneider und Bergengrün machen? Er ist insofern in einer günstigen Situation, als er die Frage literarischer Bewertung überhaupt nicht an sich herankommen lassen kann. Ein Text ist für mich eine Quelle. Und wenn diese Quelle aussagekräftig ist, dann ist es eine gute Quelle. Und wenn diese Quelle Mentalitäten erschließt, dann bin ich umso dankbarer, weil Mentalitäten sich eigentlich nicht so unmittelbar mitteilen. Aber sie kann mir im Grunde eine Denkvorstellung vermitteln, eine Weltsicht, ein Weltverständnis. Und sie vermittelt im Grunde, dass derjenige, der in solchen Situationen in großer Einsamkeit seinen Kurs hält, ja, zu seinen Wertvorstellungen steht, dass der im Grunde einen ganz erheblichen Anteil zur Überwindung dieser Diktatur und der Verwüstung, die sie anrichtet, leistet. Und da haben wir eigentlich wenige Schriftsteller. Wenn Sie, ich will jetzt nicht mit Ihnen mich messen, aber wenn Sie an die 50er Jahre denken und an den Literaturstreit denken und wenn Sie daran denken, welche Rolle die Gruppe 47 spielte und wie viele in dieser Gruppe 47 sich buchstäblich mit dem letzten Tag des Krieges neu erfanden. Ja, alles hinter sich ließen. Alfred Anders. Ich habe als Schüler immer gedacht, das ist ein aufrechter Gegner des Regimes. Mir war nicht klar, dass der gewissermaßen auch als Propagandist dieses Regimes arbeitet. Oder nehmen wir einen anderen. Ich bin ja hier in Bayern und kann es ja sagen. Thaddäus Troll. Ja, Kriegsberichterstatter. Konrad Hans Bayer heißt er eigentlich. Und plötzlich taucht er als Thaddäus Troll auf. Und als Kriegsberichterstatter verdanken wir ihm eigentlich die eindrucksvollsten Bilder und verdanken, sage ich jetzt zynisch, über das Warschauer Ghetto. 5 Tage ist er in diesem Ghetto mit Fotografen, mit Rundfunkleuten und vergisst es. Ich glaube, dass wir lernen müssen, die Texte der Einsamen in den Diktaturen zu lesen. Für mich ist einer, der noch in diese Reihe gehört, Hermann Lenz. Auch heute weitgehend vergessen, ja, der eigentlich auch nur seine Einsamkeit beschreibt, der gerne schrieb wie Thaddäus Troll, aber der sich deshalb nicht in eine Propagandakompanie versetzen ließ. Reinhold Schneider unterscheidet sich allerdings von Hermann Lenz in einem. Er schrieb im Grunde für die Opposition. Er suchte sich einen Verleger im Elsass, Rousseau, Rosse, der immer wieder kleine Texte von Schneider, der Wehrmacht, Soldaten zur Verfügung stellten. Und Hermann Lenz und Schneider unterscheiden sich auch dadurch, als Hermann Lenz anschließend reflektiert, viele Jahre später reflektiert, was er erlebt hat. Die Gedichte von Lenz und Bergengrün sind zeitursprünglich. Die Zeitursprünglichkeit der Gedichte von Schneider können wir allerdings besser
belegen als die Zeitursprünglichkeit mancher Gedichte von Bergengrün. Denn zum Glück haben wir von Reinhold Schneider eine 10-bändige Ausgabe, die eigentlich auch die Textgeschichte mit erschließt. Ja, und das wäre es, und damit würde ich schließen, tun Sie dem Historiker einen Gefallen und versuchen Sie, solch eine Ausgabe auch zu Bergengrün hinzubekommen. Es ist schwerer als bei Schneider, weil er viele Texte einfach auch mehrfach verwertet hat und in unterschiedliche Anthologien genommen hat. Und das stelle ich immer wieder fest, weil ich mich im Augenblick im Antiquariat bediene. Und Sie glauben gar nicht, wie oft ich Stücke kaufe, die ich dann schon 2 oder 3 Mal woanders gelesen habe. Aber nehmen Sie Bergengrün ernst und lassen Sie sich nicht beirren durch den Zeitgeschmack, der im Grunde uns immer wieder einredet, das Schicksal bestimmter Schriftsteller sei aus der Zeit zu fallen. Ich habe jetzt relativ frei gesprochen. Ich habe ein Manuskript. Das stelle ich dann dem Herrn Präsidenten zur Verfügung. Aber mir kam es wirklich auch mal darauf an, gemeinsam mit Ihnen zu überlegen, warum lohnt sich denn eigentlich die Beschäftigung mit einem Schriftsteller, von dem nun alle Welt sagt, die seien überholt. Und ich glaube das nicht, denn mein großes Vorbild ist und bleibt Hiob. Nicht, weil er so leidensfähig war, sondern weil er der Erste war, der jubelnd sagen konnte, ich bin ein Mensch von gestern. Dankeschön.